A3.3. In der Luftfahrt verwendet man für den Zusammenhang zwischen Höhe und Luftdruck die Faustregel: alle 5,5 Kilometer halbiert sich der Luftdruck. Die momentane Reisehöhe eines Flugzeugs der Fluglinie Rising Air liegt bei 11 Kilometer. Berechnen Sie, um wie viel Prozent der Wert des Luftdrucks entsprechend der Faustregel größer ist als der Funktionswert, der sich für diese Höhe ergibt. Runden Sie auf Ganze. Also, es gibt hier eine Faustregel, die sagt, alle 5,5 Kilometer halbiert sich der Luftdruck. Und hier heißt es jetzt, ein Flugzeug fliegt 11 Kilometer hoch, das ist also 2 mal 5,5 Kilometer. Es halbiert sich also zweimal. Dann wäre also der neue Luftdruck, nennen wir es so, Luft ist 1,5 mal 1,5 mal. Und den Startwert hatten wir bei 1013 Hektopascal. Also folgt diese Rechnung draus. Ja, 1,5 mal 1,5 mal, zweimal halbiert, weil es ist ja 11 Kilometer hoch, also das Doppelte von 5,5 Kilometer. Das rechnen wir jetzt ganz normal aus und das sind dann 253 Hektopascal. So, nennen wir das Faustregel. Luft nach unserer Funktion. Dafür brauchen wir jetzt den Funktionswert von oben, die Funktionsgleichung. Das war diese hier, 1013 mal 0,87 hoch x. Schreiben wir sie erst nochmal hin. 1013 mal 0,87 hoch x. Und wir wissen ja, das x hier oben steht für die Kilometeranzahl, also die Höhe. Da wir 11 Kilometer hoch sind, müssen wir für das x also nur 11 einsetzen. Daraus folgt 1013 mal 0,87 hoch 11. Das kann sich wieder jeder Taschenrechner ausrechnen. Und das sind dann 219 Hektopascal. So, sehen wir schon einen kleinen Unterschied. Jetzt heißt es hier weiter, um wie viel Prozent ist der Luftdruck größer als der Funktionswert. Also um wie viel Prozent ist der Luftdruck von dieser Faustregel, wie viel Prozent ist der höher als der nach der Funktion. Also gilt, die 219 Hektopascal entsprechen unseren 100% und die 253 Hektopascal entsprechen x. Und jetzt gilt in der Prozentrechnung einfach so z-förmig aufstellen, also in der direkten Proportionalität. Daraus folgt x ist gleich, also wir fangen beim x an und jetzt z-förmig losgehen. Erster mal zweiter geteilt durch dritter, also 253 mal 100 geteilt durch 219. Das kann man sich in jeden Taschenrechner eintippen und dann kommen hier 116 raus, also 116%. Und das bedeutet, der Wert der Faustregel, schreiben wir es als Satz auf, der Wert der Faustregel ist um 16% größer. So, das war auch schon die Aufgabe.